Die Definition des alltäglichen Lebens hat sich im 21. Jahrhundert drastisch gewandelt. Stress, Anspannung, Arbeitsdruck. Diese und andere Wörter kommen in jedermanns Wortschatz vor, wenn es darum geht, den eigenen Alltag zu beschreiben. Wir wollen versuchen, Ihnen für Ihr tägliches Leben eine Reihe von Verhaltensweisen und Kenntnissen zu vermitteln, um Geist und Körper zu stärken und Sie für die unzähligen Probleme des urbanen Lebens im 21. Jahrhundert zu rüsten. Machen Sie Machen Sie mit mit und und lassen lassen Sie Sie sich sich gehen. gehen. Die Lassen Sie sich gehen Reihe präsentiert Ihr erstes und einzigartiges Angebot Yoga. Diese Yoga-Reihe wurde unter der Leitung unseres geschätzten Yogacharya, Herrn Avnish Tiwari, erstellt. Yogacharya Tiwari praktiziert und erforscht Yoga seit 40 Jahren. Er leitet zahlreiche Yogakurse in ganz Indien. Also lasst uns seinen Anhängern beitreten und unsere Reise beginnen zu Fitness und Gesundheit mit Yoga. Vorsicht! Sie sollen den Arzt fragen, bevor Sie das oder irgendeine Übung praktizieren. Yoga für Schlaflosigkeit. Schlaflosigkeit ist eine der häufigsten Beschwerden, in denen das Leben der Menschen in jedem Alter und Beruf leidet. Schlaflosigkeit oder zu wenig Schlaf verursacht Schwierigkeiten in allen Aspekten in dem Leben einer Person. Schlaflosigkeit kann und wird sehr oft zu noch ernsthaften und schwereren geistigen und körperlichen Leiden wie Migräne, akuten Depressionen führen. Und außerdem wird das Immunsystem unseres Körpers schwächer. Die Ursachen von Schlaflosigkeit oder Schlafproblemen sind viele, aber der beste und einzige Weg, diese zu heilen, ist nichts anderes als Yoga. Die Vorteile von Yoga und Yogatrina sind viele und man sollte sich entspannen und einen klaren Kopf haben, um psychosomatische und psychologische Krankheiten zu vermeiden. Also lassen Sie uns sehen, wie wir diese Schlaflosigkeit bekämpfen und sie aus unserem Leben mit Hilfe von Yoga ausmerzen. Schlaflosigkeit bedeutet Mangel an Schlaf. Es kann mehrere Gründe geben, warum man nicht einschlafen kann. Meistens gibt es körperlich bedingte Leiden, wo man viele Beschwerden hat. Zum Beispiel, wenn man im hohen Alter ist, sehen wir, dass man Herzbeschwerden, Lungenkrankheiten oder Atembeschwerden oder Verdauungsprobleme hat. Wegen unangenehmer Schmerzen im Körper wie Rückenschmerzen kann man nicht ruhig schlafen. Noch ein Grund, der heute häufig vorkommt, hängt in den Städten mit Stress zusammen. Wir haben so viele Sorgen in der Familie, finanzielle Probleme und so können wir nicht schlafen. Wir haben gesehen, dass Yoga vielen Leuten beim Einschlafen hilft. Forscher haben bewiesen, dass es sehr wichtig ist zu schlafen. Wenn jemand nichts isst und hungert, kann er bis zu einem Monat leben. Aber wenn eine Person für 10 Tage nicht schläft, kann er sterben. Also ist Schlaf sehr wichtig für die Physiologie, das heißt das Funktionieren unserer Körper. Wenn wir nicht schlafen, gibt es viele körperliche Störungen in unserem System. Die Verdauung wird schlecht, das wirkt auf das Herz. Das Herz geht schneller, man wird gereizt, man kann sich nicht an die Arbeit fokussieren, es gibt Gedächtnisprobleme, Konzentrationsschwäche. Yoga-Übungen helfen vielen, den Geist zu entspannen. Das hat eine positive Wirkung auf unseren Körper, weil ein entspannter Körper sehr wichtig ist, sonst hat man nicht genug Muskelkraft, was zu Schmerzen führt. Also entspannt Yoga den Körper, entspannt den Geist und negative Gedanken nehmen ab, Sorgen verschwinden. Yoga-Übungen helfen also sehr und ich empfehle jedem Atemübungen, Asanas zu tun und Yoga als eine Lebensweise zu praktizieren. Sich richtig zu ernähren und zu der richtigen Zeit, besonders 2 Stunden vor dem Schlafengehen, das hat sich bewährt. All das soll man tun, um dieses Problem Schlaflosigkeit zu bekämpfen. Thank you.
Surya Namaskar. Stehen Sie gerade mit Ihren Füßen nebeneinander. Schließen Sie Ihre Augen und entspannen Sie Ihren Geist. Heben Sie Ihre Arme nach oben über Ihren Kopf und beugen Sie Ihren Torso nach hinten. Beugen Sie sich nach vorne und fassen Sie Ihre Waden mit Ihren Händen und versuchen mit Ihrer Nase die Knie zu berühren. Stellen Sie Ihre Handflächen flach auf den Boden neben Ihre Füße und beugen Sie Ihr linkes Bein. Strecken Sie Ihr rechtes Bein hinter Sie. Strecken Sie Ihren Oberkörper nach hinten. Stellen Sie Ihre Handfläche auf den Boden, bewegen Sie Ihr linkes Bein nach hinten. Lassen Sie beide Füße nebeneinander sein und geben Sie Gewicht auf Ihre Hände und Füße. Falten Sie Ihre Beine und versuchen Sie mit Ihrer Nase den Boden zu berühren. Strecken Sie den Oberkörper und legen Sie Ihr Kinn auf den Boden zwischen Ihre Hände. Die Ellbogen sind flach auf dem Boden. Bewegen Sie Ihren Körper vorwärts und aufwärts und geben Sie Gewicht auf Ihre Hände. Beugen Sie Ihren Oberkörper rückwärts. Heben Sie Ihren Körper auf Ihre Hände und Füße und beugen Sie Ihren Körper nach innen. Bringen Sie Ihren rechten Fuß nach vorne und strecken Sie Ihren ganzen Körper nach hinten mit dem Gewicht auf dem rechten Bein. Bringen Sie Ihre Füße zusammen, beugen Sie sich nach vorn und fassen Sie Ihre Waden mit Ihren Händen und versuchen Sie mit Ihrer Nase die Knie zu berühren. Heben Sie Ihre Arme gerade nach oben über Ihren Kopf und beugen Sie Ihren Oberkörper nach hinten. Kommen Sie zurück zu der ersten Position. Nadishodhan Pranayam. Man sitzt im Schneidersitz auf dem Boden. Schließen Sie die Augen und heben Sie Ihre rechte Hand und stellen Sie den Ellenbogen der rechten Hand auf Ihre linke Handfläche. Schließen Sie Ihr linkes Nasenloch mit dem Zeigefinger und dem dritten Finger und atmen Sie tief durch das andere ein. Halten Sie den Atem und schließen Sie das andere Nasenloch mit Ihrem Daumen und halten Sie Ihren Atem so lange, wie Sie können. Atmen Sie aus dem linken Nasenloch und halten Sie den Atem an. Jetzt atmen Sie durch das linke Nasenloch. Schließen Sie beide Nasenlöcher und halten Sie den Atem so lange, wie Sie können. Öffnen Sie das rechte Nasenloch und atmen Sie aus. Wiederholen Sie diese Schritte 5 Minuten lang. Nadishodhan Pranayam ist ein wichtiger und integraler Teil der Yogakur, denn es beruhigt den Kopf und das tiefe Atmen reinigt das System und macht sie wieder gesund und lebendig, indem die Hauptlebenskraft in ihrem Körper reguliert wird.
Surya Bedan Pranayam. Surya Bedan Pranayam. Setzen Sie sich in den Lotussitz. Stellen Sie den rechten Ellbogen auf Ihre linke Handfläche und schließen Sie das linke Nasenloch mit dem Ringfinger. Atmen Sie langsam und tief durch das rechte Nasenloch ein. Diese Pranayam heißt Surya Bedan Pranayam. Atmen Sie weiter tief und langsam ein. Surya bedeutet Sonne. Die Sonne ist die Quelle für alle Energien. Surya Bedan Pranayam hilft, den Energiestand zu erneuern und macht sie energischer und voller Leben. Chantra Bedan Pranayam. Chantra Bedan Pranayam. Setzen Sie sich in den Lotussitz. Stellen Sie Ihren rechten Ellbogen auf Ihre linke Handfläche und schließen Sie Ihr rechtes Nasenloch mit Ihrem Daumen. Atmen Sie langsam und tief durch das linke Nasenloch ein. Diese Pranayam heißt Chantra Bedan Pranayam. Atmen Sie weiter tief und langsam ein. Chantra bedeutet Mond. Der Mond ist die Quelle von kühlem und angenehmem Licht. Chantra Bedan Pranayam hilft, einen kühlen Kopf zu haben und den Körper zu entspannen. Es ist besonders hilfreich bei Leuten, die an Schlaflosigkeit leiden. Bastrika Pranayam. Bastrika Pranayam. Setzen Sie sich in den Lotussitz. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie tief ein und aus. Atmen Sie tief und energisch ein und stoßen Sie den Atem mit Energie aus. Machen Sie das so schnell weiter, solange Sie können. Bastrika Pranayam hilft Ihnen, die Staus in den Atemwegen zu entfernen. Es hilft Ihnen auch, einen klaren Geist zu haben und füllt Sie mit Energie und Vitalität. Es hilft auch als Gedächtnisstütze. Atmen Sie tief ein. Stellen Sie Ihr Kinn in das Schlüsselbein. Behalten Sie diese Position und halten Sie den Atem an, so lange wie Sie können. Stoßen Sie den Atem aus.
und kommen Sie zurück zu Ihrem Lotussitz. Shavasana. Shavasana. Oder die Leiche-Position ist die meist entspannte Asana von Yoga. Legen Sie sich auf den Rücken mit gespreizten Armen und Beinen. Lassen Sie die Handfläche nach oben zeigen und schließen Sie Ihre Augen. Atmen Sie tief und lange ein und lassen Sie den Geist und Körper entspannen. Shavasana soll zwischen ermüdenden und schweren Asana durchgeführt werden, um den Körper zu entspannen und aufzuladen. Namaskar verbessert den Blutkreislauf, verstärkt die Ausdauer und bringt der Haut Glanz. Das hilft auch beim Abnehmen und hat viele andere Vorteile. Machen Sie diese Asana dreimal. Nadishodhan Pranayama ist der wichtigste und ein integraler Teil der Yogakur, denn es beruhigt den Kopf und das tiefe Atmen reinigt das System und macht sie wieder gesund und lebendig, indem die Hauptlebenskraft in Ihrem Körper reguliert wird. Machen Sie diese Asana 4 Minuten lang. Surya Bedan Pranayam hilft, den Energiestand zu erneuern und macht Sie energischer und voller Leben. Machen Sie diese Asana 5 Minuten lang.
Chandra Bedan Pranayam hilft, einen kühlen Kopf zu haben und den Körper zu entspannen. Es ist besonders hilfreich bei Leuten, die an Schlaflosigkeit leiden. Machen Sie diese Asana 5 Minuten lang. Bastrika Pranayam hilft, Staus von den Luftwegen zu entfernen. Es hilft auch, einen klaren Kopf zu haben und füllt sie mit Energie und Vitalität. Es hilft auch dem Gedächtnis. Machen Sie diese Asana 5 Minuten lang. Shavasana hilft, den Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen. Es ist ausgezeichnet, wenn man Stress abbauen will. Machen Sie diese Asana 5 Minuten. Surya Namaskar. Nadi Shodhan Pranayam. Surya Bedan Pranayam. Chandra Bedan Pranayam. Bastrika Pranayam. Shavasana. Ernährungsmanagement gegen Schlaflosigkeit. Die Modernisierung und Urbanisierung haben die Menschen zu vielen psychosomatischen Problemen geführt, wie Reizbarkeit, Stress und Schlaflosigkeit. Der zunehmende Arbeitsdruck und Zielsetzungen, die unrealistisch sind, wie Erledigungen eines Projekts in einer sehr kurzen Zeit, hat auch zu Schlaflosigkeit geführt. Es gibt viele Nahrungsmittel, die den schlaflosen Zustand auslösen oder fördern. Der erste und Hauptsünder ist Kaffee. Leute, die eine Tasse Kaffee gleich am Morgen trinken, um nach einer Nacht mit gestörtem Schlaf Aufmerksamkeit und Frische zu fördern, haben eigentlich auch das Problem der früheren Nacht. So gelangt der Körper in einen Teufelskreis. Mangel auch an manchen Vitaminen, Aminosäure, Mineralien und Enzymen stört den Schlafrhythmus auch. Calcium, Magnesium, Vitamin B, Folsäure und Melatoninmangel beeinträchtigen den Schlaf. Mineralien wie Calcium, die im Essen enthalten sind, haben eine gute, verlockende Wirkung. Wenn es Mangel an Calcium gibt, nehmen Unruhe und Wachsamkeit zu. Essen, die reich an Calcium sind, wie Molkereiprodukte, grüne Bohnen, Mandeln etc., sind sehr hilfreich bei Schlaflosigkeit. Mangel an Magnesium führt zu Nervosität, was den Schlaf der Leute weiter verhindert. Essen, was reich an Magnesium ist, wie Getreide, Mandeln, Cashewnüsse etc., sind bei Schlaflosigkeit hilfreich. Mangel an Calcium und Magnesium können Krämpfe in den Beinen in der Nacht verursachen. Das führt auch zu einem gestörten Schlaf. Diese Mineralien, wenn sie in der richtigen Menge eingenommen werden, beruhigen das Gehirn und dadurch gibt es eine gute Nachtruhe. B-Vitamine sind sehr hilfreich, wenn man Stress abbauen will. Dadurch kann man eine angenehme Ruhe haben. Essen, was reich an Vitamin B ist, sind Leber, Getreide, Weizenkeime, Walnüsse, Erdnüsse, Bananen etc. Tryptophan ist eine notwendige Aminosäure, die eine wichtige Rolle bei der Erneuerung von Proteingewebezellen hat. Diese Aminosäure wird im Gehirn zu Serotonin, was ein natürliches Mittel für Schlaf ist. Milch enthält viel Tryptophan und deshalb ist ein Glas warme Milch vor dem Schlafengehen hilfreich, wenn man einen guten Schlaf möchte. Ein ganzes Essen mit vielen Kohlenhydraten gibt einen leichten Schlaf. Salat hat den langjährigen Ruf, dass er eine angenehme Ruhe fördert. Spätes Essen sollte man vermeiden, weil unser Verdauungssystem am Abend langsamer funktioniert und das kann Verdauungsbeschwerden verursachen. Schweres Essen soll am Abend vermieden werden. Zu viel Salz stört auch den Schlaf in der Nacht. Essensallergie kann auch der Grund für gestörten Schlaf und Schlaflosigkeit sein. Mangel an Schlaf führt zu einem Verlangen nach Kohlenhydraten, was zu einer Gewichtszunahme führt. Getränke und Nahrungsmittel, die bei Schlaflosigkeit zu vermeiden sind. Kaffee, Tee, stark gewürzte Speisen, Cola, Schokolade, Alkohol, raffinierte Kohlenhydrate, stimulierende Drogen, Essen aus Dosen, Pestizide, zuckerhaltiges Essen, Nahrungsmittel, die Sodbrennen und Magensäure verursachen, Monosodiumglutamat, Zusatzstoffe und Konservierungsmittel.
Zigaretten und Tabak soll man vermeiden, weil sie Nikotin enthalten, was auch ein Neuronstimulans ist. Yoga ist nicht nur etwas Vorbeugendes, um Schlaflosigkeit von uns fernzuhalten, sondern ein echtes Geschenk quasi, wodurch wir dieses Leiden, das oft unterschätzt wird, heilen. Also fangen wir an, Yoga und Yog Nidra ab heute zu üben und dadurch länger, besser und gesünder zu leben.